Ich konnte nicht schlafen, also beschloss ich, unseren Wachposten einen Besuch abzustatten. In der Dunkelheit denkt man schnell wieder an zu Hause. Ich dachte an George. Daran, wie wir hinter seinem Haus Feuerwerkskörper aus Glasflaschen abschossen. Dass wir in der Schule immer in die gleichen Mädchen verliebt waren. Und dass er jetzt schon längst tot sein konnte. Tja, die meiste Zeit über habe ich für Mac Funksprüche ans Hauptquartier weitergeleitet. Krauts habe ich erst später gesehen. War sicher ein anstrengender Morgen, was? Baker, eine M5 ist auf dem Weg hierher, um uns zu unterstützen. Stoß zu ihm, sichert die Stadt. Niemand weiß, wie viele Krauts in der Nähe sind. Passt also auf. Viel Glück, Jungs. So, willkommen zurück hier zu Brothers in Arms. Road to Hill. So. Und wir machen mal weiter. Wir sollen jetzt vorstoßen. Aber aufpassen, dass, weil hier nämlich Feindbewegung sein könnte. Und da sind schon die ersten Gegner, so wie es aussieht, oder? Hat er schon irgendwas gesagt? Jawohl. Bleib unter Beschuss nehmen, die Jungs hier. Feind unter Beschuss nehmen! Den treffe ich nicht! Achso, und er kommt hierher. Feuer! Los, los, los! Feuer frei! Im Laufschritt, Jungs! Aber bitte unten bleiben mit den Köpfen, ne? Scheiße. Macht sie fertig! So, jetzt einmal bitte schießen. Oh, da hat einer ein MG, das ist gut. Habe ich Granaten? Ja, zwei Stück. Werfen wir gleich mal eine rüber. Können nämlich die Flamme aus den Löchern rauslocken. Ey! Sind die Witze nicht gestorben dann? Kann ich nicht mal hier entlang gehen? So, dann können wir von hier schön in die reinschießen. Durchs Haus wird es wohl kaum gehen, ne? Leute, ihr müsst weitermachen. Das Problem ist nämlich. Yes! Mehr von ihnen sehe ich. Los! Aufrücken! So, einmal zu mir bitte. Und ich behalte so die Waffen, wie ich habe. Alles gut. Oh, schon wieder welche. Scheiße. Kommt hierher! Beeilung! Einmal hier an die Wand hier. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht von der Seite hier an die rankommen. Mal gucken, vielleicht muss ich hier hinschicken. Aber ich sollte vielleicht noch flankieren. Gut. Perfekt. Da sind noch mehr. Vorsicht, 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 Vorsicht. Das sind... Scheiße. Ja, das ist natürlich blöd. Ah, Mist. So, jetzt können sie nämlich hierher. Schnell, 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 schnell. Hey, habt ihr den erledigt? Nee, haben sie nicht geschafft. Okay. War da noch einer übrig oder sind die jetzt alle tot? Mal, kann man hier an der... Vielleicht hier an der Straße entlang gehen? Ja, das geht. Einmal wieder alle hierher kommen. Scharfschützengewehr wäre jetzt kein Scheiß. Da können sie nämlich schön rausschießen hier. So. Oh, die haben da irgendwas stehen, ne? Ein Maschinengewehr oder sowas. Aber wenn der sich nicht so bewegen würde. So, ich gehe mal weiter. Die sollen direkt mal unter Feuer nehmen und ich versuche mal hier... Ey, kann man da rein? Nee. Ah, guck mal hier. Oh, da sind noch ein paar von den Jungs. Scheiße. Noch einmal. Ah, shit. Am Hals erwischt, aber... Gut.
Ja, hier über die Flanke geht's auch. Oh, da ist ja noch einer. So, perfekt. Na, kommt mal hierher, Jungs. Bewegung, darüber! Ich hoffe, dass sie jetzt auch die richtige Route wählen. Ich werde die mal hier unter Schuss nehmen, damit die hier sicher rüberkommen können. Ah, und die kriegen jetzt erstmal hier eine Granate, die Jungs. Wir müssen über die Flanken und sie heran! Ihr habt's gehört! Hab ich's erwischt? Ne, einer ist noch übrig. Der ist hinter die Mauer gegangen. Versuchen wir, in ihre Flanke zu kommen! Oh Mist! Ja, nur nicht nervös werden. Wir haben noch die Chance, vielleicht hier über diese Seite hier zu kommen. Nimmt sie erstmal unter Beschuss. Gut so! Damit ich vielleicht an die Mauer rankomme. Schaut mal, wir sind eh. Wir sind am Ziel vorbeigerannt. Scheiße! Moment, wo ist eigentlich unser Ziel? Ah, da drüben. Bereich prüfen und sichern. Wir sind zu weit. Aber halt, nein. Wir können von der Straße... Ah, von hier, von der Straße können wir dann rüber. Genau. Seht ihr? Oh, wir fallen denen in den Rücken. Das ist geil. Das ist doch gut, wie ich gegangen bin. Das ist nicht schlecht. Schon auf dem Weg. Schade, dass man nicht sprinten kann. Das wäre nämlich echt ein Vorteil jetzt. So, jetzt können wir von hier angreifen. Hier haben sie nämlich jetzt keine Chance, irgendwie zu entkommen. Ah, scheiße. So, den hätten wir. Jawohl, wir haben sie. Nur da dürfte einmal zu mir kommen, weil da hinten habe ich ja noch Feinde gesehen, seht ihr? Und die stehen nämlich mit dem Rücken zu uns. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Kippen im Krieg, ohne Kippen geht natürlich gar nichts. Ich denke mal, nachher wird es hier auf dem Hof auch noch ein bisschen rumsen. So wie es aussieht. Ah, das ist ja prima. Ich habe noch eine Granate übrig. Und sie landet... Richtig gut. Ausgeschaltet. Boah. Wir haben alle erwischt. Mit einer Granate? Das ist geil. Alle Mann hierher. So, wir sind trotzdem vom Ziel abgekommen. Ich sehe verdammt gut. Macht keinen Sinn, sich zu verstecken. Und auf jeden Fall haben wir einen Speicherpunkt. Oh. Und das ist gut, wenn wir einen Speicherpunkt haben, weil... Falls wir ziemlich verrecken sollten... Können wir nämlich nochmal anfangen. Ist einer von uns? Ey, der Wichser! Den müsste ich doch eigentlich... Wieso hab ich den nicht erwischt? Von hier kommen wir nicht durch, ne? Nein. Aber ich höre gerade einen Panzer. Ich hoffe, der ist auf meiner Seite, verdammt. War das der letzte von denen? Ich glaube, die oh, Glück gehabt. Nicht freiwillig ergeben. Stoßen Sie vor zum Panzerkommandeur. Und wir sind nicht gestorben! Ständig rette ich deinen Arsch, Matt. Sag mir einfach nur, was ich machen soll. Sieh mich als Teil deiner Gruppe. So, Sergeant Risner und sein Panzer gehören jetzt zu Ihnen. Also, der Panzerkommandeur wird Ihre Befehle ausführen, genau wie Ihr Feuerteam. Panzer sind ideal, um den Feind unter Sperrfeuer zu nehmen oder zu töten. Sie sind... unempfindlich gegenüber MGs und Handfeuerwaffen und daher gut als mobile Deckung einsetzbar. Ihr Panzer kann nun von feindlichen Panzern, Abwehrkanonen oder Infanterie mit panzerbrechenden Waffen beschädigt werden. Umschalt drücken, um das Team zu wählen, dem Sie einen Befehl erteilen wollen, wenn zwei Teams unter Ihrem Kommando stehen. Dieser Panzer verfügt außerdem über ein Turm-MG, das Sie benutzen können. Sie müssen an der Rückseite des Panzers F drücken, um das MG zu benutzen. Benutzen Sie Ihren Panzer oder Panzerfäuste, um die feindlichen Panzer auszuschalten. Die feindlichen Panzer sind vorne und an der Seite schwer gepanzert, daher sollten Sie sie von hinten angreifen. Alternativ können Sie sich auch von hinten an einen Panzer anschleichen und F drücken, um eine Granate durch die Luke ins Innere zu werfen.
So, er gehört jetzt zu uns. Wenn der Panzer zerstört wird, wird diese Mission scheitern. Okay, also mit Umschalt können wir jetzt den Panzer mitsteuern. Und wir sagen dem jetzt mal, komm daher gefahren. Und die hier sollen mal bei mir bleiben. Beziehungsweise den Panzer, den... Bleibt bei mir! Bewegung! So, und der Panzer soll auch bei mir bleiben. Und darf uns jetzt folgen. Das ist ja voll das Mini-Teil, Alter. Für so kleine Städte perfekt, oder? Oh, wir haben gut agiert. Wir haben hier nämlich alles schon weggeburnt. Und können nämlich nun hier direkt angreifen. So, da soll der Panzer nämlich mal bei mir bleiben. Und die Jungs können wir mal ein bisschen befehligen, dass hier vielleicht da vorne hin gerade mal. Zu der Deckung da! Und zu der Deckung, falls hier jetzt nämlich welche kommen. Scheiße. So, wir haben ja den Panzer. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Da können die jetzt nämlich hier überhaupt nicht mehr viel machen, aber sie haben auch einen Panzer. Scheiße. Panzer bitte einmal. Wir haben sie da festgesetzt! Da drüben steht los! Scheiße. Shit. Ich glaube, ich muss meine Jungs auch hier rausholen. Jetzt schnell. Und weg. So, die sollen mitkommen und ich hoffe, sie überleben es. So, Panzerchen. So kommt es auch zu mir. So, und jetzt können wir nämlich mal versuchen, ob wir den von hier nämlich kriegen. So, da haben wir einen. Ich glaube, der Panzer setzt sich auch in Bewegung. Wir erwidern das Feuer. Au, Alan! Nein! Einen hat's erwischt. Du Wichser! Oh, Panzer kommt! Panzer kommt! So, jetzt probieren wir den mal von hinten vielleicht zu kriegen. Dass ich irgendwie an den Rand komme hier. Oh, er guckt in die richtige Richtung für mich. Und ich kann vielleicht mit F... Ich habe keine Granaten mehr. Ach Mist. Nein! Ah, Mission ist nicht erreicht. Scheiße. Das ist jetzt blöd. Wie mache ich das jetzt am besten mit dem Panzer? Hier kommt nämlich gleich unser jetzt angefahren. Scheiße. Jetzt hat der Wichser mich auch noch erwischt. So, jetzt kommt er. Wo ist er? Komm, Panzerchen. Da kommt er. Gut. Ja, gehört er auch. Hallo, schieß mal den ab. Jawohl. Gut, erledigt. So, das haben wir schon durch. Ständig rette ich deinen Arsch, Matt. Sag mir einfach nur, was ich machen soll. Sieh mich als Teil deiner Gruppe. Ja, das kennen wir schon alles. Okay. Also. Nochmal. Zu mir! Erstmal alle zu mir. Gesamte Gruppe zu mir! Ich hätte noch eine Granate aufheben sollen. So, und hier kommt jetzt gleich der Panzer. Ich höre ihn schon.
Und Angriff. Feuert auf den Panzer! Komm, vielleicht kriegst du ihn. Nein, er hätte ihn jetzt abknallen können. Scheiße. So, jetzt mal gucken, ob er vielleicht den Panzer hier sich irgendwie holen kann. Ich selber komme jetzt leider nicht an den Panzer ran. Scheiße, jetzt hat es mein Team erwischt. Klar, wenn der immer hin und her springt hier. Ja, die schießen hier gegen die Wand. Nein, ich glaube, er trifft ihn. Perfekt. Okay, der ist tot. Boah, er hat ihn getroffen, hier durch die Mauer durch. Ah ja, tatsächlich. Krass. Oh, da ist noch einer. So, alle weg. Gut. Jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt fehlen uns die Leute. Benutzen Sie die Kirchenmauer. Bleibt bei Ray! Dann sollen sie erstmal kommen. Wieso, was kommt jetzt hier? Ah. Okay. Das ist natürlich blöd. Aber ich hoffe, der Panzer wird seinen Dienst gut machen. Ich hoffe nur nicht, dass die Panzer brechende Munition hier haben oder sowas. Ich schaue es mir mal kurz von oben an. Ja, die haben auch einen Panzer. Scheiße. Die Infanterie, sage ich mal, ist jetzt kein Problem. Das einzige Problem, was ich jetzt hier habe, ist der Panzer. Okay. Das sehe ich jetzt als Problem. Wir erwidern das Feuer! Okay. Irgendwie müssen wir hier... Ah nein, jetzt ist der schon hier, der Panzer. Scheiße. Jungs, jetzt haben wir echt ein Problem. Komm her, Panzer. Komm. Schnell. Wo ist der? Okay, er kommt hier. Also wir gehen jetzt einfach dem hinterher. Vielleicht wird der im Kreis. Mal gucken, um die Kirche herum. Lass uns halt mal gucken hier jetzt. Der wird wahrscheinlich einmal jetzt drum rumgehen, oder? Wo ist er? Da ist er. So, und jetzt Panzer angreifen. Schalte den Panzer aus! Feuer! Da drüben, mach den fertig! Scheiße! Jetzt ist er natürlich hier von vorne. Ah. Komm her, Panzer. Nicht umdrehen! Du sollst zu mir kommen. Oh, oh, oh. Ich glaube, der andere Panzer hält ein bisschen mehr aus. Ah, der ist tot. Wow, Schwein gehabt, Leute. Red, kommt her. Und dann kommen wir zu mir. Verstanden. Und. Okay, also jetzt können wir mit dem Panzer versuchen, dass wir noch die Truppen irgendwie beiseite räumen. Jetzt wollen wir jetzt den Panzer mal mitnehmen und hier auf die Straße gehen. Und dann mal gucken, ob wir den Panzer vielleicht hier nutzen können und einmal hier durchfahren. So, schauen wir noch mal kurz. Kleinen Überblick. Hier haben wir noch Infanterie. Hier haben wir noch eine Infanterie. Und unseren Panzer. Okay.
Also dann werde ich den hier nämlich jetzt gerade mal hier durchjagen. Feuer verlagern! So, dann darf der jetzt nämlich hier einmal durchfahren. Und versuchen, die zu treffen. Gut. Wir können uns ja hinterm Panzer ein bisschen schützen. Geben hier jetzt. Ich kann mal versuchen, ob ich hier durchkomme. Perfekt. Und dann stellen wir nämlich den Panzer einmal hier vorne hin. Und wir versuchen vielleicht von hinten ranzukommen. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Ja, wir haben es geschafft. Geil! Yay! Hab über Funk gehört, dass vier Jungs aus der Fox-Kompanie die Deutschen aufmischen. Wusste sofort, dass du das bist. Mann, bin ich froh, dass du lebst. Wir müssen da vorn zu einer Kreuzung. Die ist auf meiner Karte nicht benannt. Okay, los geht's. Bleib in der Nähe. Alles wird gut. Boah, wir haben's geschafft. Leck mich am Arsch, war das heftig. Boah. So, dann können wir wieder zu den Extras gehen. Und haben hier mal wieder einen Einblick, was da jetzt so passiert ist. Da sind wir wieder die Level-Designer. Die werden jetzt immer nach und nach vorgestellt, die Programmierer vom Spiel. Das finde ich echt cool gemacht so. Aber interessant ist natürlich das hier für uns. This is the US M5 Stuart light tank. Tanks like this landed in the first wave at Utah Beach and linked up with the paratroopers of the 101st Airborne during the D-Day invasion. Among the American tanks, the M5 had the least armor and the smallest gun. It was used primarily for reconnaissance, scouting missions and light infantry support. Der sieht auf den Bildern jetzt irgendwie viel größer aus, ne? The Stuart tank was armed with a 37mm main cannon, which was used against fixed positions and lightly armored vehicles. A 30 caliber machine gun mounted coaxially with the main gun, which could be aimed with the turret at enemy infantry. A 30 caliber bow machine gun, which could be used for suppression of enemy positions. And a turret mounted 30 caliber machine gun, which could be used by an infantryman riding on the back deck, just like Sergeant Baker can do in Brothers in Arms. Coole Sache. 60 Jahre später. Ah, guck mal, hier sind sie hingegangen. Die haben also die komplette Stadt kopiert. Hey, das ist geil, ey. Aber man sieht schon ein bisschen die Ähnlichkeit, ne? Wie sie es so dokumentiert haben und dann ins Spiel umgesetzt haben. Also seht ihr, dieses Grab gab es schon damals, als hier gekämpft wurde. Mhm. Echt schön. Da könnte man echt mal Urlaub hinmachen. Einfach mal hinfahren und sich das anschauen. Hier haben sie, seht ihr, hier haben sie sogar schon Fernsehdokus gedreht. Vom Ersten Weltkrieg. Die Gräber haben sie als Deckung genutzt. Schön. Richtig cool. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Hab mich gefreut. Tschüss.